Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Gast bei die Nacht. Als ob ich nicht schon das nicht. Söldner Drachenjäger. Ja, meine Freunde, wir sind jetzt mal hier als Drachenjäger. Sind wir hier stehen geblieben. Wir haben mit Gorn und Hokorn schon mal geredet und wollten jetzt Schiff beschäftigen. Und haben uns eine Waffe ausgewählt, die eigentlich relativ dumm ist. Warum nehmen wir nicht unser Meisterdegen? Das ist mir eingefallen, als wir die. Das ist wirklich nicht Ritter und also den Ritter der Paladine. Das wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Den Meisterdegen damit. Hey, deswegen, wenn wir jetzt Biff ordentlich. Wir haben ja schon mal mit Biff geredet, das deswegen können wir das jetzt einmal überspringen. Ich hab keine Ahnung. Irgendwann muss das richtig schön auf den Sack gehen. Könnte da passieren. Ja, keiner hören. Was für ein. Das habe ich früher auch immer gesagt. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Ja. Schlag zu! Schlag zu! Wow. Hau drauf! Hör nicht auf! So ist gut! Komm mal her, großer das. Wow, 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 das hat weh. Ah, komm, komm, komm. Sehr gut. War seine Entscheidung. Sehr schön. Kann man sich erstmal wieder hinstellen. Ich weiß gar nicht, warum. Hey, komm mal her. Was willst du? Das Tal ist ziemlich gefährlich und ohne die richtige Ausrüstung ist man hier schnell tot. Ich nehme an, du hast die richtige Ausrüstung. Du hast es erraten. Ich würde sie dir sogar verkaufen. Ein Taschenlärm. Und was hast du anzubieten? Was hast du anzubieten? Heile können wir auch noch mitnehmen. Bist doch nicht. Er stellt sich das immer so einfach vor. Fehlt er da ja auch noch. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Was hat er denn da? Er muss einfach mehr trainieren. Ein Feuerring. Verkaufst du auch Informationen? Kommt drauf an. Wenn der Preis stimmt, werde ich dir alles sagen, was ich weiß. Wie viel verlangst du? Ich wundere mich über gar nichts. Das ist schwer zu sagen. Ich denke, 50 Goldstücke für jede Information, die ich dir gebe, sind angemessen. Okay. Das hätte er auch selbst wissen können. Ich brauche Informationen. 50 Goldstücke. Ja, hier. Jetzt erzähl mir. Erzähl mir etwas über die Orks. Die Orks sind erst seit kurzem hier. Ich meine zumindest die Orks vor der Burg. Allerdings wundere ich mich, wie gut sie organisiert sind. Normalerweise greifen Orks ohne Rücksicht auf Verluste an. Diese Orks warten ab. Ich weiß nicht auf was, aber sie warten. Das gibt ja auch noch mehr. Und? Ja, ich weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Erzähl mir mehr über die Orks. Angeführt werden die Orks von Elitekriegern. Diese Krieger sind sehr stark und schwer gerüstet. Sie zu besiegen ist fast unmöglich. Ich habe mal gesehen, wie einer von ihnen eine ausgewachsene Eiche mit einem Hieb seiner Axt gefällt hat. Okay. Der soll mir nichts von. Nicht schlecht. Ich brauche ihn. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Erzähl mir etwas über die Burg. Sie liegt ziemlich im Zentrum des Minentals. Als das Tal noch ein Gefängnis war, haben die Erzbarone von dort den gesamten Erzhandel kontrolliert. Das war keine große Sache. Ja, das weiß ich, wusste ich auch schon. Ich brauche Informationen. Ich war ja Gefangener. Erzähl mir etwas über das Minental. Das Minental von Korinnes ist im gesamten Land für sein magisches Erz berühmt. Diese Berge sind der einzige Ort, wo man das magische Erz finden kann. Eine aus diesem Erz geschmiedete Waffe ist nahezu unzerbrechlich und durchschneidet die stärkste Rüstung. Bis vor wenigen Wochen war das gesamte Tal von einer magischen Barriere umgeben, die undurchdringlich war und niemanden herausgelassen hat. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Mhm.
Meine Meinung noch. Ist es so kommen. Ja, war das Minental. Erzähl mir mehr über das Minental. Das Tal hat sich sehr verändert in den letzten Tagen. Mit dem Auftauchen der Orks sind noch andere furchteinflößende Kreaturen gekommen, die es hier vorher nicht gegeben hat. Es soll hier noch vereinzelt ein paar Jäger geben, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die überhaupt noch leben. Das ganze Tal wirkt, als ob sich hier alle Geschöpfe Belias zusammengerottet haben. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Das ist schön. Der arme Kerl kann einem leid tun. Genau, einfach. Ich brauch. Von mir erfährt keiner was. Ah, hier hast du. Heute, genau. Erzähl mir etwas über die Drachen. Drachen sind uralte Geschöpfe von unglaublicher Macht. Einst lebten Tausende von ihnen auf der ganzen Welt verteilt. Seit über 100 Jahren hat man keinen mehr von ihnen gesehen. Ihr Blut ist heiß, wie siedendes Öl. Wenn sie dir in die Augen blicken, verwandelt sich dein Herz in Stein, habe ich gehört. Mhm. Hast du gehört? Interessant. Ich brauche. Man weiß gar letzte nicht Information. Mehr, man erzähl mir mehr über die Drachen. Drache ist nicht gleich Drache. Es gibt einige, die das gesamte Land mit einer meterdicken Eisschicht bedecken können. Andere leben lieber in sumpfiger Umgebung oder in Vulkanen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Gut. Das war's. Als ob ich nicht schon. Ich könnte mir so jetzt wird's langsam dunkel. Jetzt halten wir mal langsam eine Fackel an. Von mir erfährt man. Mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ja. Ich hätte aber, nicht eigentlich ist es schon viel dunkler. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Das. So. Eigentlich ist das. Ich hatte den Kontrast ein bisschen hochgestellt. So. Den konntet ihr noch mal sehen. Aber jetzt ist es dunkel und jetzt brauchen wir eine Fackel. Fackel. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Wo sind die Fackeln denn? Ich hab mir das schon gedacht. Warum erfahre ich das jetzt alle Zeit? Hallo Goda! Ha? Er hat auf was? Möglich ist alles. Das ist eine schlimme Sache. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus den. Mich sind aus der Stadt. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Ich habe euch noch nie in der Stadt gesehen. Ich kann Leute nicht leiden, die ihre Nasen in Dinge stecken, die sie nichts angehen. Verstanden? Okay. Verstanden. Ihr kommt aus der Stadt. Ganz genau. Okay, Sir. Was macht ihr hier? Wir haben von der Drachenjagd gehört. Also haben wir unsere Sachen gepackt und sind hierher gekommen. Aber, um ehrlich zu sein, sind mir die Drachen scheißegal. Ich will nur ein bisschen Gold. Drachen haben doch Gold, oder? Bestimmt. Warum erfahre ich das jetzt erst? Was weißt du über die Drachen? Ich kenne nur die Geschichten, die man den Kindern erzählt. Du weißt schon, Jungfrauen, Gold, Feuerspucken und so ein Zeug. Ja, gut. Wo wollt ihr von hier aus hin? Keine Ahnung, wir überlegen noch. Ihr könntet in die Burg gehen. Da bringen mich keine 10 Pferde rein. Nicht zu den Paladinen. Ich gehe nicht zurück in den Knast. Ich war einmal drin, das reicht mir. Man erzählt sich ja so einiges. Was ist mit den Orks? Die ganze Burg ist umstellt. Es gibt keine Lücken. Sich da durchzuschleichen ist Wahnsinn. Wenn du versuchst zu kämpfen, kannst du dich gleich begraben lassen. Niemand kommt da durch. So, so. Das ist wirklich nicht mein Problem. Weswegen warst du im Knast? Die Schweine haben mich wegen Wilderei drangekriegt. Wegen 2 lumpigen Hasen. 10 Jahre haben sie mir dafür aufgebrummt. Das war alles? Na gut, ich habe mich natürlich gewehrt. Und? Ich konnte nichts dafür. Der Typ ist gestolpert und hat sich sein Genick gebrochen. Ehrlich. Kommt mir bekannt vor. Genau das habe ich auch gesagt. Kommt mir bekannt vor. Du verstehst mich. Die reichen Säcke wissen gar nicht, wie wir behandelt werden. Das kümmert die überhaupt nicht. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Kannst du mir beibringen, wie man jagt? Ein Tier hat mehr als nur Fleisch. Du kannst die Felle oder Krallen verkaufen. Das kann ein ganz schönes Sümmchen einbringen. Ich kann es kaum erwarten, einen Drachen in die Finger zu bekommen. Ich bin ganz deiner Meinung. Zeig mir das Ausnehmen von Drachen. Damit du die Kohle ganz allein scheffeln kannst, was? Na gut, aber das kostet dich 1000 Goldmünzen. Ich brauchst du das nicht zu fragen. Das hab ich locker.
Das ist fair. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Zeig mir, wie man jagt. Man muss eben aufpassen. Drachenblut zapfen, Drachenschuppen ziehen. Ich habe was anderes gehört. Okay, Drachenschuppen. Daran wird sich nie etwas ändern. Du brauchst viel Kraft, um die Schuppen eines Drachen zu bekommen. Aber du schaffst das schon. Es kommt okay. Auf die Kraft an. Also komm mir nicht so. Gut. Sag mal, Biff, hast du deine Axt genommen oder liegt die hier noch? Das ist doch man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Hey, du! Das habe ich früher auch immer gesagt. Ich weiß was glaubst du hier im Minental zu finden? Gold und Ehre. Das hätte was er auch selbst wissen können. Wenn ich mit den Drachen fertig bin, werde ich im Gold schwimmen. Ich habe so einiges genug, gehört. Um den Rest meines Lebens jeder Kneipe und jeden Puff dieses Landes unsicher zu machen. Das hat er wirklich nicht verdient. Oder du wirst tot sein. Und wenn schon. Erzähl das gehört dazu. Nicht, wenn du reich werden willst, musst du schon was riskieren. Ich habe mir das schon gedacht. Ernsthaft? Wie wär's, wenn du ab jetzt für mich arbeitest? Warum nicht? Er ist gerannt, als ob Billy selbst du? Hinter ihm her wäre. Das war 100 Goldmünzen. Ich zahle dir erstmal 100 Goldmünzen. Na schön, das ist immerhin ein Anfang. Geh vor, ich folge dir. Das ist schön. Das hab ich du hast deine Axt aber nicht mitgenommen. Ja. Noch mehr Ärger. Kannst nicht haben, ne? Keine Ahnung, sag du es mir. Es war genauso. Brauchst du Heilung? Klar, schaden kann's nicht. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Ich habe so einiges gehört. Wisst ihr was? Da ist da wieder ihn auch dem aufs Maul gehauen. Da hat er kein Leben mehr. Also wenn wir der uns helfen soll, der muss braucht er Leben. Daher bin ich ja das einzige Mal, da bin ich dafür, dass man da jetzt wirklich mal was mal muss. Das höre ich zum ersten Mal. Weil das geht ja mal gar nicht. Kannst du mir jetzt nicht die ganzen Heilträge geben, du eigentlich verpfeffert? Weil wir haben ich einmal reines Leben. Was ich glauben soll. Das ist wirklich. Tut mir leid. Das einzige Mal, dass ich jetzt. Jetzt cheate. Doch noch gekriegt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube nicht, dass Mal daran jetzt, was ändert. Damit er erstmal sein ich könnte mir so Lebensenergie hat. Das hat er wirklich nicht verdient. Was sagen, wie die nochmal aus. Danke. Und hier, du kriegst deine Axt. Ich hab mir das schon gedacht. Einzige Mal war, dass ich jetzt cheat. Der muss einfach mehr trainieren. Weiß nicht, warum er seine Axt nicht. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Das will nicht in meinen Kopf rein. Grobe Krieg. Das interessiert mich nicht. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Biff. Biff aus. Ich glaub ja nicht, dass das alles ist. Von mir hatte das. Das hätte er auch selbst wissen können. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. About the question? Nee. Question ich habe mir so. Das schon gedacht. Gut, dann kann jetzt Biff mitkommen, hat Ausrüstung, alles gut. Wenn er sich jetzt verletzt, in Ordnung. Hey du, Typen wie du sollten aufpassen, wo sie hingehen. Was willst du mir damit sagen? Ich will sagen, dass die Luft hier draußen verdammt dünn ist. Hier wimmelt es nur so von Orks und Monstern. Von den Drachen ganz zu schweigen, ist nur eine gut gemeinte Warnung. Das hat er wirklich nicht. Okay. Erstmal nehme ich dein Geld. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Kannst du mir auch was erzählen, was ich noch nicht weiß? Ich kann dir einen guten Rat geben und der ist sogar ganz umsonst. Wir können hier niemanden gebrauchen, der schon beim kleinsten Drachenfurz gleich in Ohnmacht fällt. Geh nach Hause. Das ist eine Sache für ganze Kerle. Ja. Keine Ahnung, sag du es mir. Bist du hier der Anführer? Sehe ich so aus? Bestimmt nicht. Wir brauchen keine Wichtigtuer, die uns rumkommandieren. Als Silvio versucht hat, hier den Boss raushängen zu lassen, haben wir ihn mitsamt seinen Freunden mal gezeigt, was wir davon halten. Es gab eine Keilerei. Anschließend sind sie auf eigene Faust losgezogen. Hoffentlich ist Silvio in einem orkischen Kochtopf gelandet. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ihr wollt also Drachen töten. Klugscheißer, weißt du denn, wie man einen Drachen zur Strecke bringt? Das hat er doch vor. Meinst du, das Vieh wartet, bis du ihm in aller Ruhe den Kopf vom Hals schlägst?
So etwas braucht gute Planung und entschlossenes Vorgehen. Verstehe. Und wie wollt ihr vorgehen? Wir werden erst mal auskundschaften, wo wir die Viecher finden. Erst dann machen wir uns Gedanken, wie wir am besten zuschlagen. Okay. Ich könnte dir Sachen erzählen. Er ist gerannt, als ob Bill ja selbst hinter ihm her wäre. Keine Ahnung. Wie wollt ihr an den Orks vorbei? Über solche Kleinigkeiten machen wir uns später Sorgen. Was? Ich glaube, ihr findet nicht mal ein blindes Schaf. Was? Ich soll dir wohl deine dämliche Fresse einschlagen. Schon wieder her. Oh. Er muss einfach mehr trainieren. Oh. Jetzt geht's zur Sache. Ja, hör auf. Gib's ihm. Jetzt. Ich wollte gerade sagen, jetzt sind doch die Scheiße. Da mach schon. Hör nicht auf. Gib's ihm. Zeig's ihm. Zeig's ihm! Hör nicht auf! Ja, alles. So ist gut! Ja, nee, ist klar. Aua! Sieh nix! Hör nicht auf! Baum, 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 baum! Ja, so ist gut! Na mach schon! Das hat er verdient! Oh Mann! Gold, das ist schon mal meins. Deine Waffe nehme ich mal lieber mit. Ich hätte nicht gedacht, dass er mir jetzt so aufs Maul haut. Ne? Steh auf jetzt! Blödhammel! Biff, warum hilfst du mir nicht? Dreckiger. Mich brauchst du das nicht. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Muss ich wegen euch so viele Tränke trinken? Wie, der hat sich jetzt geheilt, der Drecksack. Ich werde mich da nicht anmischen. Muss ich dir nochmal zeigen, wer hier der Herr ist? Ich kann das nicht glauben. Ich will meine Waffe wieder haben, du. Muss einfach mehr trainieren. Ich hab mir das schon gedacht. Ich werde mich da nicht einmischen. Paladin 2, das ist scheiße. Der soll mir nichts von Pflicht erzählen. Ah, na was? Dem hast du's gezeigt. Du das nicht zu sagen? Ich hätte gerne mal einen weißer Degen wieder. Danke, du blöder Himmelkopf, Alter. Dazwischenhauen. So, jetzt hab ich hier. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Ah, Entschuldigung, dass jetzt mir im Dunkel passiert ist. Ich nehme nicht an. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. So, Kelly, jetzt kannst du auch wieder aufstehen. Doch noch gekriegt. Darüber reden wir noch. Ja, reden wir noch mal? Warte mal. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Richtig. Ich will trotzdem nichts von dir. Wieso Ende? So, wir können jetzt zwar jetzt nicht mehr teleportieren, weil wir den guten Biff bei uns haben. Hier wurde nämlich nicht mit teleportiert. Deswegen. Jetzt mal gucken. Dass wir hier locker flockig da reinkommen. Weil wir haben jetzt Drachenjagd. Nochmal Drachenjagd. Ich meine nur, dass das verschiedene Arten von Drachen erhalten sind. Ja. Okay, das. Ja, okay. Drachenjagd. Große Drachenjagd gesagt oder hat vermutlich ein Abenteuer. Alle bitte aufhören. Oh, in der Winzahl, die Jungs sind sehr bewaffnet, aber ich fürchte, dass sie keinen großen Eindruck auf die Drachen machen werden. Okay. Genau, Schattenläuferhörner für Buster. Gut. Dann, meine lieben Freunde, ich glaube, wir sind doch erstmal jetzt. Ich glaube, da wird der mir gute Biff gut helfen, dass ich ihn. So.
Was greifst du denn jetzt an? Ich bin... Oh, nicht den Biff angreifen. Den Raffenschlepper. Es hat mich mehr getroffen als den guten Biff. Dann trinken wir jetzt mal nur noch eine Runde. Oh Mann. Ja. Oh. Danke. Was denn jetzt? Fackel. Wir sind verdammt Fackel eigentlich. Okay. Danke. So. Gehen aber erstmal durchs Wasser. Och nö, wo ist Biff denn jetzt? Also, da auch im Wasser. Ja, tut mir leid, dass es jetzt so dunkel ist. Ich würde ja gerne eine Runde schlafen gehen, aber dafür müssen wir... Gut. Wir haben einen guten Biff dabei. Heißt, wie gesagt, wir können uns nicht teleportieren. Hat er wieder automatisch eingesteckt. Gut. Das freut mich. Biff ist hinter uns. Müssten wir jetzt eigentlich hier... Wir gehen nochmal außen rum. Aber ich vermute mal, dass der gute Biff sich mit dem Ork anlegt. Ich habe das so voll im Gefühl, dass ich das machen will. Lockhast. Ja, mit Sicherheit angreifen. Ja, du musst erstmal darüber, bevor du angreifen kannst. Was passiert denn hier? Mit dir, du Mistvieh. Ja, danke. Stufenaufstieg, sehr schön. Danke, Bill. Danke, danke, danke. Ja, es ist gut, dass man endlich mal ein paar Kollegen mit hat. Hat man so vorher nicht gehabt. Fackel, bitte. So. Aber ein Lurker, ja, es ist dunkel, man sieht nicht. Aber. Gucken wir mal darüber, so ein bisschen. Aber da sind keine Lurker jetzt. So, dann haben wir die Orks da schon mal besiegt. Wir können uns zum Beispiel jetzt eine Waffe sagen. Schon wieder vage. So, wo kommt die eigentlich alle hin? Ah ne, ist hier Kapitel 4. Wollte eigentlich die wie die Fackel aufnehmen, nicht mit Biff reden.
Anker. Oh, da, nee. Langsam bekomme ich das Gefühl, dass ich mehr Geld von dir bekommen sollte. Ich will weitere 100 Goldmünzen. Was? In Ordnung. Du bist es wert. Das will ich meinen. Dann also weiter. Mitten im Gespräch angegriffen vom Papa. Oh, Schattenläufer, das waren eigentlich gute Erfahrungspunkte, aber die Orks haben damit durch die Richtung. So, da ist meine Fackel. Tut mir leid, dass das gerade so dunkel ist. Ich versuche so schnell wie möglich in die Burg zu kommen. Ja. Das sieht doch schon mal. Schon wieder eins von diesen Biestern. Hallo. Von der Fackel hin. Meine Fackel ist weg. Das war nicht. Ach Gott, nee. Das war jetzt der Truppe, du. Truppe Orks. Geil. Erstmal mit Speichern. Ich hätte mich jetzt so in den Arsch gebissen, wenn die. So. Aber wo kommt ihr? Warte mal, will ich mal in einen Heiltrank? Jetzt ständig hier weiter reinzulangen. Gottes Willen, so viel Halt. So viel Schaden erlitten. Gestern mal mit vernünftig Fackel halt. Fackel jetzt. Da oben, die Lackerfot. Gut, dann haben wir es ja jetzt in die Burg geschafft. Mal sehr gut. Ziemlich brenzliche Gegend hier. Geh du vor, ich halte mich im Hintergrund. Wie bist du denn jetzt hin? Geil. Wir haben die Rampe befreit. Gut, dass du kommst. Hier ist die Hölle los. Aufzuspringen. Viele von uns sind mittlerweile echt beunruhigt und glauben nicht mehr so recht daran, dass wir hier jemals wieder lebend rauskommen. Oh. Wart ihr hier oben nicht zwei Wachposten? Jetzt nicht mehr. Sengrad stand hier auf den Zinnen und ist dann auf einmal eingeschlafen. Seine gute Armbrust ist bei der Aktion heruntergefallen. Man konnte gerade noch erkennen, wie einer der Orks damit in der Dunkelheit verschwand. Sengrad wurde davon wach
und ist einfach in die Nacht zu den Ork-Palisaden gerannt und kam seither nicht wieder. Och, Alter. Innos, steh uns bei. Alter Schwede, was stimmt nicht mit euch? Ritter, Ritter. Was machst du hier? Ich bereite mich auf einen Kampf vor. Was sonst? Wie bist du hier genau reingekommen, Alter? Aber das von ihm, Freunde, werden wir in der nächsten Folge herausfinden, was er hier macht und wieso und was er sich da vorbereitet. Er chillt ja gerade am Lagerfeuer, wo der Scavenger gedreht. Ja, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne eine Bewertung da. Dann würde mich sehr drüber freuen. In der nächsten Folge, wie gesagt, werden wir mit Rethon oder Rethon reden. Und ja, und da mal gucken, was erstmal und erstmal eine Runde nächtigen. Sind ja jetzt in der Burg angekommen, haben den Eingang sozusagen freigelegt. Die Orks sind weg. Und ja. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Jetzt könnt ihr gerne noch hier einmal die letzte Folge von Age of Empires euch ansehen. Und natürlich könnt ihr gerne hier links euch die Playlist vom Söldner und Drachen bei euch schauen. Und jetzt, meine Freunde, wünsche ich euch noch alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das sage ich jedes Mal dreimal oder viermal. Entschuldigung. Und ich verabschiede mich von euch und sage Tschüdle, haut rein. Ich bin der Zombie. Dann!